Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall noch Essen kaufen. Denn so fett sind wir da gar nicht bestückt. Vielleicht können wir ja irgendwann mal was kochen. Also es gibt ja zwei Nahrung hier alles. Ja, da wäre ein bisschen Kohl, ein paar Trauben kommen. Ein paar Trauben sind immer gut. Nehmen wir mal 5 Trauben mit. Äpfel haben wir eigentlich. Nehmen wir noch ein bisschen Kohl mit. Und dann schauen wir mal noch hier beim Fleischer vorbei. Was hat der? Der hat Hammelfleisch, Hähnchen und Barsch. Nehmen wir noch davon eben mal 2 mit. Und auch noch hier das Salz. Und dann schauen wir mal, dass wir nochmal auf Tour gehen. Wir haben nämlich hier Kopfgeld. Die Benignet-Bande. Schwierigkeit einfach, da kriegen wir 190 und da hinten kriegen wir beim Petra-Bergwerk 195. Dann haben wir hier noch jemanden verlassen im Turm, scheint Hilfe zu brauchen. Zumindest ruft er nach aus dem Fenster. Und der Flüchtlingsanführer erwartet euch in der Zuflucht. Okay, da ist ein Grenzübergang. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal in die Richtung. Und das hier, Wachen wahrscheinlich, oder? Patrouillen. Da hinten hätten wir auch angeln gehen können. So, das machen wir nachher mal. Wir haben noch 3 Routen. Haken, meine ich. Haken. Wir wollen aber hier runter. Oh, was haben wir denn da? Oh, da sind sie. Habe ich schon entdeckt. Guck da an. Da sind sie abgehauen. Dann gehen wir natürlich direkt mal hinterher. Und zack, haben wir sie schon. Da sind sie, die Gefräßige, die Redelsführerin. Aggressiv wegen Anführerin. Okay, wer darf denn? Sie darf natürlich als erstes. Schauen wir mal, das sind Pixies. Dass man die natürlich irgendwie hier hinstellen. Er kann ihn angreifen, das ist okay. Vielleicht hier eigentlich. Das wäre jetzt die Frage, ob man stellen wir ihn hier hin, oder? Okay, so. Dann nehmen wir wegen Gerda zuerst. Gerda könnt. Ja, ich glaube, Gerda ist okay. Oh, Gerda kommt da nicht hin. Aber er kommt hin. Okay. Wir wollen erstmal sie in den Kampf verwickeln. Zertrümmern wir erstmal. Und dann schauen wir mal. Schwächender Schlagbild. Ziel 6 bis 8 Schaden zu und bewirkt 3 Runden lang Schwächung. Naja, das ist ja super. Dann können wir sogar uns noch schützen und den nächsten Schaden verringern. So. Dann können wir nämlich Reinhard. So, jetzt wäre die Frage. Okay, wir können ihn pieksen. Sie kommt als nächstes. Ja, dann wird sie aus dem Kampf fliegen. Aber gut, es wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Das machen wir, komm. So. Und sie greift natürlich Gerolf an. Na, beide, okay. Aber gut, schwach. Also von dem her nicht so tragisch. Er kommt als nächstes. Na, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Bruno. Hau ihm mal eins über die Rübe. Die immer mit ihrem Gift, diese Ganoven. So, und dann kommt er ja dran. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt kriege ich nichts wegen dem Gift. Schade. So, pieksen wir ihn. Das wäre jetzt ein bisschen. Ist eigentlich doof. Kann nicht verwendet werden. Was passiert, wenn ich denn das mache? Gar nichts. Schade. So. Egal, wir pieksen ihn trotzdem. Das ist ja zwar aus dem Kampf raus, ist ein bisschen doof.
Und er wird jetzt... Ja, das war nicht so klug. Eigentlich. Und wer darf als nächstes? Ah, der untere Ganove. Würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal um ihn. Und zwar von hier aus. Er kommt nämlich als nächstes dran. Oh, das war ein harter Treffer. Dann kommt der Bogenschütze, ja gut, der ist wahrscheinlich sowieso gleich dahin. Die Frage, können wir ihn von da, müssten wir ihn pieksen können. Ah, kommt da nicht ganz hin. Wird eins reichen wahrscheinlich, oder? Ja. So, dann wäre der tot. Dann sind wir schon mal angespornt. Er kann noch laufen. Laufen wir hier hin zu ihr. So. Er läuft hier hin. Zack. Nämlich umzingelt. Ja, piekst mal erstmal sie auf. Wird er wahrscheinlich fliehen wollen, aber den lassen wir jetzt nicht fliehen. Können wir auch mal einen Schlachtruf eigentlich einsetzen, oder? Aber egal, der Wolf macht jetzt erstmal nichts. Und dann rennt sie hin und macht den hier kalt. So, sehr schön. Und wir plündern natürlich, wir haben sogar einen Dietrich bekommen. Wir plündern natürlich. Wir können nichts reparieren, weil wir kein Material haben. Natürlich ärgerlich. Ah, da haben wir noch nichts. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal zu dem Hütchen hier. Bruno ist aufgestiegen. Ja? Lass uns doch mal anschauen, was Bruno kann. Was wir mit Bruno machen können. Also Bruno ist Berserker. Hat Verteidigungshaltung. Hat er schon, oder? Nee, ach so, möchte ich das erlernen. Gegner trifft. Jedes Mal, wenn diese einer kämpft, erhaltet ihr... Da der sowieso immer in den Nahkampf geht. Naja doch, wir machen die Abwehrhaltung. Weiß nicht, finde ich ganz okay. Dann macht er noch Willenskraft. So, und dann gehen wir doch da mal hin. Können wir sogar angeln. Lass uns erst angeln. Dann schauen wir mal noch Rüstung, oder? Die ist ziemlich kaputt. Er hat überhaupt eine schwache Rüstung. Er könnte noch eine gute Rüstung gebrauchen. Er hat auch so einen Lappen. Geben wir ihm die einfach mal. So. Gerda kann angeln. Lassen wir mal Gerda angeln. Ui, 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 ui. Gerda! Ich weiß gar nicht, wie haben sie denn gesagt, wie das geht? Ah, gedrückt halten. Okay, alles klar. Gut, wir können es gedrückt halten und dann können wir angeln. Sehr schön, wir haben ein paar Karpfen. Wir hier mal schön in der Mitte halten. Sehr schön. Gibt keine Fische mehr. Na gut, wir haben noch zwei Angelhaken. Wir sind auf jeden Fall fischen gewesen. Sehr schön. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Lorette. Bürgermeisterin hat eine Belohnung auf jeden Gesetzlosen ausgesetzt, der in der Region gestellt wird. Wie wäre es, wenn ihr auf Verbrecherjagd geht? Haben wir einen Gefangenen? Wir haben gar keinen Gefangenen, oder? Okay. Da kann man Handschellen kaufen. Was kann man denn? Schwere Ketten aus Alazarit, mit den Gefangenen nach Ergreifung gefesselt werden können. Okay. Und Seil. Handseil wird für die Herstellung von Bögen und Navigation sowie Kletterausrüstung verwendet. Haben wir Seil? Wir haben ja gar kein Seil. Wieso haben wir eigentlich kein Seil?
Wir haben irgendwas mit dem Seil gebaut. Komm, wir nehmen mal so ein Ding hier mit. So eine Kette. Und auch so ein bisschen Seil, oder? Solange die Verpflegung gut ist, folge ich euch, wohin ihr auch geht. Fleischfresser, Feige, ja, die ist halt nichts für uns. Nee, 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 nee. Was ist mit ihm hier? As long as I'm well fed, I will Ach, follow der will you auch bei wherever. uns mitmachen. Er ist feige, deprimiert und kooperativ. Aber die müsste ich nicht bezahlen, oder? Wahrscheinlich. Aber, nee, nehmen nur nicht jeden mit. So, das war das Zuchthaus. Jetzt guckt man noch nach den anderen. Was ist denn da hinten? Da ist so ein Bogen. Nach den anderen Leuten. Verbrechern. Die wären hier hinten. Na gut, gehen wir mal dahin. Oh, hier liegt noch was. Und langsam dunkel. Hier sind Bauern. Was sind das hier? Das Holz? Was ist mit denen hier? Wieso greifen die mich an? Wir schmeißen die eigenhändig raus und zwar jeden einzelnen, jawohl. Okay, die ist ein bisschen betrunken. Ja, dann macht halt weiter da eure komische Jagd. Wie kommen wir denn da hin? Da müssen wir hier hinten rum, oder? Wahrscheinlich. Da haben wir angefangen hier. Aber wir könnten wahrscheinlich hier über die Stallungen. Hoffe ich doch. Durch diesen Wald. Ah, da liegt was. Pilze. Okay. Komm hier angeln. Dann angeln wir doch noch ein bisschen, oder? Oh, wir sollten schlafen. Das sind Verbrecher. Aber wir angeln erstmal ganz gemütlich, ne? Ah, Fischchen hier. Ein Karpfen. Und jetzt bin ich Lehrling. Ermöglicht die Herstellung robuster Angelhaken. Okay. Kann ich dann wahrscheinlich größere Fische holen, oder? Hoffe ich doch. Oder andere Fische oder mehr Fische, ich weiß es nicht. Okay. Mal schauen, ob wir hier sicher sind. Mir das Lager aufschlagen. Oh, 80% Gefahr. Das ist natürlich äußerst doof. Wir sollten natürlich irgendwo hingehen, wo nicht so viel Gefahr ist. Hier bei denen, oder? Das wäre doch eigentlich okay. Ja, das ist besser. So, was haben wir hier? Monolith. Gelehrter. Haben wir denn irgendeinen? Wir haben ja gar keinen Gelehrten, ne? Holzfäller. Lehrling. Schmied. Was hat denn er hier eigentlich gelernt? Dieb. Aber wir haben ja immer gar nicht gelernt. Na, schade. Oder irgendeine hinstellen? Nee. Schade, ich brauche unbedingt einen Gelehrten. Also gut, dann setze ich da ins Feuer. Schauen wir mal, was wir mit ihm herstellen können. Was wir noch nicht haben. Das ist mal ein bisschen, okay. Was bringt denn ein Zelt? Rast, okay. Ihr könnt Nahrung, okay. Da brauchen wir Eisenerz. Da brauchen wir noch Stoff. Und nochmal Eisenerz. Und für so eine robuste Angel brauchen wir auch einen Köder. Okay, sonst können wir nichts herstellen. Na, dann stellt er halt mal nichts her. Dann ruht ihr euch alle aus. Kriegt noch was zu futtern. Bisschen Kohl vielleicht. Oh, da haben wir einen Hecht gezogen. Soll ich erst. Und was kriegt er noch? Ein Hähnchen. Und hier kommt so ein Hammelfleisch. Ach, wir müssen noch Zoll zahlen, ja.
dann rasten wir mal. Damit haben wir unsere Gefährten bezahlt. Jetzt wäre die Frage, kann ich das jetzt hier reparieren irgendwie? 15 was? Was sind das? 15 was? Ein Rohmaterial. Okay. So, genau. Was hat der hier für Sorgen? Meine Rippen tun weh und ich sehe immer noch alles verschwommen. Lass den Trupp in klemmender Stille zurück. Eingeschnappt. Erfordert 10 Erhältung und erhält die Eigenschaft Gefahrenzulage. Was? Kein Fall. Heilen kann ich nicht, ich habe keine Medizin. Aber kann er das auch wieder verlieren? Naja gut, wir lassen sie mal schmollen. Aber ich hoffe, das hebt sich wieder auf. Eieieiei. So, dann suchen wir mal die Verbrecher hier. Ach ja, wir sollen dann zu dem Turm hier. Mal da hinten ist Holz. Brauch aber eher Erz. Gehen wir mal hier in den Wald. Hinterhalt. Jawohl. Geschockt von unserem Hinterhalt. Warte nur ab. Okay, was haben wir denn da? Ihn hier wieder? Ja, das ist eigentlich perfekt. Den können wir nämlich die da hinstellen. Und ihn da hinstellen. Yep. Und dann Bruno hier hin. Ja, da hier hin. Ja. Ja, da hier hin. Der kommt auch überall hin. Der kommt zu dem. Gut. Wer darf zuerst? Der Ganove. Dann würde ich sagen, wir gehen zuerst mit ihm hierher. Geben ihm mal eins über die Rübe. Amoklauf. Der nächste Angriff wird um 50 erhöht. Okay. Der ist einfach mal gestorben. Ich glaube, die erledigen wir schneller, als uns lieb ist. Dann machen wir das erstmal so, oder? Ja, doch, passt sogar. So. Ist die nämlich schon mal in Kampf verwickelt. Der nämlich die gleich umbringen. Schon demoralisiert und am Fliehen. Dann lassen wir sie doch fliehen. Oh, die Karten. Was sind das? Karten. Schmuckstücke wären nicht okay. Wir haben aber eine neue Rüstung. Natürlich tun wir alles reparieren. Und Gerda ist aufgestiegen. Aber der dasselbe? Ja, komm. Oder? Also das ist passiv. Was soll das passieren? Was nutzt es, wenn es passiv ist? Machen wir das. Und auch die schöne Willenskraft. So. Dann gucken wir aber erstmal, wer hier jetzt rüstungsmäßig Bewegung plus 2 und Rüstung. Hä? Das ist eine andere Rüstung? Das war die gleiche Rüstung. Rüstung minus 4. Aber das ist halt eine starke Rüstung, da. So kann er sich dann besser bewegen. Das ist dann eigentlich eine miese Rüstung. Okay. Also nichts für uns. Aktuell. Dann gehen wir mal weiter. Wir wollen ja immer noch zu dem Turm. Dann gehen wir mal straight Richtung Turm, würde ich sagen. Lasst uns hier gar nicht lumpen und ablenken. Was ist das hier?
jeden Fall fiese Typen und die machen wir natürlich alle fertig. Die sind überrascht. Ja, das ist doch schon mal gut, wenn die überrascht sind. So, jetzt schauen wir wieder. Also, Gerolf. Okay. 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 Dahin. Okay, super. Wer darf als erstes? Scherge. Okay, alles klar. Gehen wir mal schergenmäßig hier hin. Können wir sie noch treten? Nee, mach mal nicht. Ja. Schade. Hätte doch ein bisschen besser sein können, Johann. Ah ja. Problem. Dann würde ich sagen, er darf als nächstes. Oder machen wir erstmal Wut? Nee. Sparen wir uns lieber mal auf, würde ich sagen. Ja, 4 ist jetzt nicht gerade super brutal. Das ist jetzt aber ärgerlich. Dann würde ich es anders machen. Dann geben wir ihm erstmal so eine mit. Dann pirschen wir uns von hinten hier an. Uiuiui, das war hart. So, dann gehen wir gleich hier ein Stück vor. Und eine neue Runde beginnt. Von der Seite, oder? Ja, wir können da gar nicht von hinten, aber wir können von hier angreifen. Die nämlich auch weg. Eigentlich hätte man zuerst sie wegmachen sollen, aber gut. Sie hauen ja mal wieder ab. Wir können natürlich nicht separieren, aber wir haben eine riesige Axt. Super. Die ich jetzt auch noch rumschleppen muss. So, wo ist denn der Turm? Ah, okay. Lasst uns mal. Ach nee, nicht der Turm, das ist diese komische, das Bergwerk war das. Ein Turm. Verzeihung. Gehen wir mal zu dem Bergwerk. Stufe 2. Warte mal, abbrechen. Johann ist nämlich hier. Jedes Mal, wenn diese Einheit den Zug neben einem Gegner beendet oder im Kampf verwickelt ist. Jedes Mal, wenn die Einheit ihren Zug neben einem Verbündeten beendet. Die töten halt auch ziemlich oft, ne? Ja, machen wir das, komm. Der noch ein bisschen Willenskraft. Und dann kann der jetzt eine bessere Rüstung tragen. Ne, die kann er nicht tragen. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir einfach mal rein, oder? Ne, ich weiß nicht. Einmal kurz speichern. Und ab geht die Luzi. Lass mal das Bergwerk uns noch zurückholen. Was sind das bis 2? Ach nee, da kommt da hinten sind auch noch welche. Ja, alles klar. Oder sollen wir erstmal die 2 hier wegmachen? Also wir brauchen auf jeden Fall 2. Gehen wir dahin. Ich glaube, wir machen erst die fertig, bevor wir uns um die da oben kümmern. Also Gerda, dann machen wir das so.
Gerda. Ja. Na? Oh Gott, ich habe gar nicht geschaut, wer zuerst rankommt. Ach, die da hinten, okay. mit dem Ziel bewirkt 2 Runden lang die Stabilisierung. Abwehr ist verringert. Hm. Die müssen ja erstmal zu mir rennen, das dauert ein bisschen. Wer kommt als nächstes? Sie, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir erstmal ihn hierher laufen. Oh, das war ein harter Schlag. Ah, 3 geht. Hat keine Abwehr mehr. So, und jetzt müssen die raus, sind der eingeschnappt. So, er ist immer noch eingeschnappt. Aber steht so. Verbleibende. Ah, 3 Runden ist er eingeschnappt. Okay. Ah, gut, was soll ich sagen, ne? Es könnte jetzt sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber lass mal jetzt so mal. Bewegt er sich hier hin? Oh, das war knapp. Ich habe schon gerade befürchtet, dass der hier eben müssen wir jetzt den Kampf verwickeln. Sonst kommt er mir hier berserkermäßig rüber. So. Weil dann ist nämlich er dran. Er visiert mich jetzt an. Und dann muss nämlich er. Geht denn hier hin? Piekst ihn mal. Und dann lassen wir ihn noch ein bisschen laufen hier. Und gibt da noch ein bisschen Wut auf alle. Dann kommt der mit seinem Doppelhammer hier. Wenn die Gesundheit eines Gegners unter die Hälfte sinkt, könnt ihr ihn mit Ketten oder Seilen gefangen nehmen. Bewegt eure Einheit neben einen angegriffenen, kämpfenden Feind und versucht, ihn gefangen zu nehmen. Also ich könnte ihn jetzt hier vielleicht gefangen nehmen. Aber wen soll ich jetzt gefangen nehmen? Kostenkettenerfolg. Kostenkettenerfolg 64%. Sollen wir das mal ausprobieren? Oder soll ich die erstmal hinrichten? Ich glaube, die mache ich erstmal platt. Oh, nee, das wollte ich nicht. Den kann ich sowieso gerade nicht bewegen. Ich könnte ihn hier. Okay, er wäre Schergewehr tot. Mal erstmal die Schergenblatt. Genau, und dann gehen wir mit ihm. Hierher. Okay, kommt Scherge. Ah. In den Kampf verwickelt. Das ist natürlich doof, aber Gerda, du könntest ihn eigentlich kicken. Und so aus dem Kampf ausziehen. Oder. Nee, Johann, warum nicht? Ein Gnadenstoß. Okay. Wir probieren es. Ah, das hat nicht funktioniert.
Okay. Auf jeden Fall müssen wir dahin, dass der nicht weiterkommt hier. Stellt sich Gerda irgendwie in den Weg. Aber ihr. Völlig egal. So, und dann geben wir ihm mal eine mit hier. Den da jetzt platt machen, dass der uns nicht mehr. Oder sie. Es. Egal. Dann kümmern wir uns auch noch um sie hier kümmern eigentlich. Ne, können wir nicht. Kommen wir nicht hin. Okay. So, jetzt ist er hier dran. Der Plünderer. Und der stellt sich jetzt genau dahin. War es das nämlich für ihn? Tja. Schade. Sollen wir sie fliehen lassen? Nein. Das machen wir jetzt schon noch. Jetzt wäre die Frage: zwei kommen und dann kommt der Scherge. Können sie noch mal kicken, destabilisieren, eine runterdampfen und lassen und dann mit ihm hier. So. Mal gucken, was sie macht. Ja. Das ist völlig okay. Oh, schade. Cool aus. Gut, Hammer. Geschafft. Und wir haben ein Gigantin des Deserteurs. Okay. Und leider nichts. Ich habe die Mission freilassen, Peter Wilke, abgeschlossen. Da gibt es Eisenerz. Ah, da brauchen wir Bergarbeiter. Okay. Mann, nicht. Bergarbeiter, Bergarbeiter. Könnte es der Johann machen? Der ist ja aktuell Dieb, aber macht der jetzt einfach mal den Bergarbeiter hier. Wir wollen uns das ja anschauen. Bergarbeiter. Platziert den Cursor auf dem Bergbaukreis. Drückt linke Maustaste, wenn der grüne Kreis über den grauen liegt, um das Maximum an Erz abzubauen. Also wie Holz hacken. Oh, okay, das war jetzt nicht so gut. Aber immerhin. Also, vor. Ei. So. Muss da immer auf den Eis. Ja, und einen haben wir noch, ne? Hier. Johann, unser Bergarbeiter. Oi. So, immerhin. Sonst haben wir hier nichts drin. Schade. Ich würde ja gerne noch was aus. Aber hier haben wir was. Guckt mal. Ende 10 Kämpfe unverletzt. Hey. Noch mal was. Gewinnt 5 Hinterhalte gegen Menschen. Ja, zum Glück böse Menschen, von dem her ist das völlig okay für uns. Da sind wir völlig dabei. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.